Jo, moin moin Leute, ich bin's der Palmas und wie ihr vielleicht bemerkt habt, bin ich nicht der Ahrensburg-Alex, da es mal passieren kann, dass ein Account gehackt wird. Er weiß davon gar nichts, ich bin einfach mal so und lade das Video mal auf seinen Account hoch und ich hoffe einfach mal, dass er nichts davon weiß, oder doch? Doch, ich weiß davon. Oh, echt? Doch, was geht? Ja, nicht so. Ja. Erstmal moin moin Leute. Alex vom Ahrensburger Clan hier und ja, Paimas heute zu Gast im ersten Dual-Commentary, Schrägstrich nicht Live-Commentary auf dem Kanal. Und ja, das zum Thema, was eben am Anfang ganz gut gepasst hat, eigentlich Hacks. Denn das PSN wurde gehackt. Genau so sieht's aus. Und das ist schon jetzt fast 2 oder 3 Tage her, ne? Ich glaube drei. Ja, jetzt sind's 3 schon, ja. Wir haben jetzt schon, ja, kurz vor 6 morgens und ja, und da hatten wir uns jetzt mal eigentlich so als kleines Thema ausgedacht. PSN. Das Ja. ist im Moment, glaube ich, das Thema, was am meisten die PSN-User zumindest interessiert. Und denke ich mal, da passt das auch ganz gut jetzt für das erste normale Commentary auf deinem Kanal, ne? Und ja, dann kannst du ja gleich mal den Anfang machen. Ja, also wie viele irgendwie nicht Bescheid wissen, also viele haben sich nicht richtig informiert, denken einfach irgendwie ja, Wartungsarbeiten, was aber nicht stimmt, denn es wurde gehackt. Erst hieß es, dass es irgendwelche Fehler gab im Network, aber dann wurde gesagt, es gab einen Angriff von außen. Dann hat wiederum eine bekannte Hackergruppe namens Anonymous gesagt, dass sie es nicht getan haben, was sie diesmal gestern oder so wieder dementiert haben. Und ja. Indem sie sagten, sie waren es doch und seitdem ist auch der Fehlercode im PSN weg, wenn man sich einloggt. Da steht nämlich jetzt derzeit sind Wartungsarbeiten. Wo ich schon wieder daran denke, warum nicht Sony einfach sagt, ja, einfach nicht Klartext mit uns spricht. Jeder weiß, worum es geht. Jeder weiß, was abgeht und also sollte zumindest jeder wissen, der eine PlayStation hat, ne? Ja. Und trotzdem schreiben sie irgendwas von Wartungsarbeiten hin. Ja, no eggs in the house. Also Nein, wollen oder? wahrscheinlich eigentlich nur damit sagen, irgendwie ja, das alles ist in Ordnung, es gab nur ein paar Probleme bei uns und wir sind nicht angreifbar oder so, keine Ahnung. Ja, und vor allen Dingen, wenn man dann noch weiß, wie alt die Hacker sind, ne? Alle noch minderjährig. Ja. Das ist schon bitter. Vor allen Dingen sind da gerade mal 4 oder 5 Leute, ne? Und ja, legen, ja, Weltkonzernnamen, ne? Die haben, glaube ich, im Januar oder so auch die Webseiten von Sony lahmgelegt und ja, finde ich keine tolle Sache. Ja, und einer von den Mitgliedern von dieser Hackergruppe Anonymous, Geohot, Gio Hot. hat ja auch, also der ist vielleicht bekannt durch iPhone Jailbreaks und alles, der hat ja auch die PS3 gejailbreakt. Genau. Und Sony hat natürlich dann, wollte natürlich gegen ihn vorgehen, hat ihn angeklagt und alles und ja, dann wollten sie halt einen Krieg anzetteln wahrscheinlich, Anonymous. Ja, das fing so an, dass ja, weil irgendwie die Polizei die Identität von dem rausfinden wollte, haben die irgendwie die IP-Adressen illegal von YouTube und Facebook benutzt von dem, so dass sie irgendwie auf den drauf kommen konnten und den so überführen konnten und sonst was, keine Ahnung. Und ja, und es ist halt Anonymous dagegen, weil die das halt alles auf illegalen Weg gemacht haben. Und daher hat jetzt sozusagen Anonymous halt den Krieg angezettelt und die sagen ja auch, die amüsieren sich ja köstlich darüber, wie Sony das alles mit Wartungsarbeiten versucht zu, ja, rückgängig zu machen und aber ja, klappt halt nichts. Ja, und Anonymous hat auch gesagt, sie wollen diesen Krieg nicht auf dem Rücken der Gamer austragen. Ja, Was was jetzt tun sie ja? aber überhaupt nicht tun. Ja. Denn was soll das heißen, nicht auf den Rücken der Gamer austragen, wenn sie eigentlich das Spielenetzwerk hacken? Also die machen es das vielleicht von den Händen weg auftragen, weil man spielt ja mit den Händen und das geht jetzt alles nicht mehr online. Ja. Das war ein doofes Beispiel, ist mir doch Ja. egal. Auf jeden Fall, das tun sie ja. Keiner kann online, keiner kann zocken und ich glaube, 80 bis 90% nutzen die PS3 eh nur online. Ja, ich frage mich auch, was bringt es eigentlich heutzutage noch Offline-Spiele zu spielen, wenn sie eh Nee. nur 3 Stunden lange Story haben? Also, das könnte auch mal irgendwas, darüber könnte man jetzt auch stundenlang reden, dass Ja. Story Mode echt mal ein Witz ist. Außer jetzt so Spiele wie GTA oder so, das ist was Ja. anderes. Aber hat man auch, kann man auch nach 2, 3 Tagen durchhaben. Aber was ich noch gesagt haben wollte jetzt zu dem Hackerangriff, ich aus einer sicheren Quelle erfahren, vom Kollegen. Nein, der hat auf jeden Fall bei Sony angerufen, bei Sony Deutschland. Und da hat er ziemlich sicher von denen erfahren, dass wenn es schlecht läuft, oder so wie es im Moment aussieht,
kann das noch, jetzt haltet euch fest, müsste 2 Wochen dauern. Das heißt 2 Wochen Offline-Using, sag ich mal, und ja, 2 Wochen halt kein PSN benutzen. Und das ist natürlich auch für die schlecht, wo jetzt die Ferien anfangen, sag ich mal. Mhm. Wenn das echt 2 Wochen dauert, ja, ist natürlich dann nicht gerade schön für die. Natürlich, man kann auch was anderes in den Ferien machen, das ist ganz klar, aber trotzdem, wenn man abends nach Hause kommt oder mal in der Nacht oder so, da zocken halt echt viele oder die ganzen Nerds, sag ich jetzt einfach mal, die echt mehr zocken als andere. Das ist natürlich richtig scheiße für die, also. Ist ja, es gibt natürlich noch die Möglichkeit, auf entweder die Xbox zu wechseln, aber ist ein anderes Thema. Wir wollen hier auch keinen Konsolenkrieg anfangen, erstmal. Erstens das. Ja, aber nicht jeder hat jetzt auch eine 360. Ja. Oder jetzt einen guten Computer, wo jetzt also auch die Spiele drauf spielen will, die ihm auch wirklich nur gefallen. Ja. Ich glaube, jeder könnte auch sein Spiel auf seinem Computer Pac-Man spielen, aber wer spielt das denn als Alternative? Das ist ja auch schlossen, deswegen. Ich habe zwar eine Xbox, aber keine Goldmitgliedschaft. Bringt mir auch nichts. Ja, geht mir genauso. Das ist richtig scheiße. Und aber dazu wäre halt nochmal, dass man Spiele nochmal extra kaufen müsste, für die man eigentlich schon bezahlt hat. Ja, und ich finde Spiele zweimal kaufen sinnlos, weil da bringt mir das. Ich finde die Spiele von der Xbox, also die größten, sind 1:1 zu der PS3-Version. Jetzt können wieder viele in die Kommentare schreiben, oh nein, ist nicht so. Wie gesagt, wir wollen jetzt eigentlich nicht darüber reden, aber jeder weiß, wie ich das meine und ist halt einfach so. Ja, also über das PSN haben wir euch jetzt hoffentlich ein paar Infos gegeben, was jetzt eigentlich los ist. Und ist jetzt die Frage, was könnte man in der Zeit machen über diese vielleicht 2 Wochen? Was sind deine Vorschläge? Das ist eine schwere Frage, keine Ahnung. Also ich werde auf jeden Fall, tagsüber bin ich eh mal fast nur draußen. Oder ich werde noch bei YouTube, habe ja auch einen Kanal, den vielleicht werde ich da verlinken, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da werde ich vielleicht noch ein paar Videos raushauen, die ich noch auf der Platte gespeichert habe. Das weiß ich nicht, vielleicht die besten, weil es alle schon ältere auch. Ja, und die ganzen versprochenen Specials und so kann ich jetzt alle nicht hochladen, weil ohne Network kann ich auch nicht auf meine Dateifreigabe, sondern Scheiß zugreifen und das muss ich jetzt alles rausschieben, ne? Also, muss ja, geht mir genauso. Fahren. Richtig. Doof. Kann man nichts machen. Ja. Okay, aber was auch noch. Ja, ich glaube, ich würde eher lieber, wenn ich dann mal was zock, halt abends, nachts, wann auch immer, glaube ich mal irgendwie die ganzen Singleplayer-Spiele spielen, die ich noch habe, weil ich habe noch einen Haufen Spiele, die ich irgendwie nur online spiele, die ich aber noch nie im Singleplayer angerührt habe, irgendwie im Regal stehen und ich glaube, ich werde da einfach mal ein bisschen durchkramen. Ja, vielleicht werde ich dann jetzt noch in der nächsten Zeit dann noch Crisis Final zu Ende spielen, vielleicht davon noch mal so ein kleines Let's Play-Ausschnitte, so ein Zusammenschnitt rausbringen, muss ich gucken. Ja. Oder man macht es einfach so wie wir und setzen uns um 17:45 hin am Morgen und macht Commentary. Genau, so können wir es machen. Ja. Was mit natürlich im Gameplay, was man jetzt aber nicht mehr aufzeichnen kann. Und was man wahrscheinlich noch nicht mehr hat, weil es scheiße ist, weil es alt ist, weil man es eh nur in der Ecke auf der Platte hat. Ja, meins hat auch irgendwie schon auf der Festplatte am Verstauben, virtuelles Verstauben. Irgendwie, ja. Ja, das ist eklig. Okay, das Gameplay ist eigentlich jetzt schon vorbei. Und ja, wir hoffen, wir haben euch ein paar Infos gegeben und abonniert Paimas, guter Junge. Und ja, Alex auch. Ja, müssen sie natürlich. Okay, dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao.